Also bei der Aufgabe geht es um die Solarkonstante vom Asteroiden Ceres und gegeben ist der Abstand von Ceres zur Sonne und die Leistung der Sonne, 10 hoch 26 Watt. Eine Solarkonstante ist immer so Leistung pro Fläche. Also ich habe hier auf der Erde habe ich ja ungefähr 1300 Watt pro Quadratmeter. Ja, das knallt die Sonne auf die Erde, wenn ich diesen Quadratmeter direkt senkrecht auf die Sonne draufhalte und es ist ein blauer Himmel und keine Wolken, gar nichts. Und wenn ich weiter weggehe, dann wird das natürlich weniger. Und da nehme ich jetzt die Leistung, da habe ich einfach hier die Sonnenleistung. Und bei der Fläche denke ich mir, also wenn das die Sonne ist, und der Ceres ist da hinten irgendwo, ich denke mir so eine Kugelfläche. Also diese Watt, die werden gleichmäßig in alle Richtungen abgestrahlt. Und ich denke mir ganz viele Quadratmeter in einem Abstand von 2,7 astronomischen Einheiten. Also ich denke mir hier eine Kugel mit der Oberfläche 4π Radiusquadrat und der Radius ist eben dieser Abstand, ja, zur Sonne. In der Merkhilfe habe ich hier auch die Formel für die Kugeloberfläche, die brauche ich da und mehr brauche ich eigentlich jetzt hier nicht. Und dann setze ich das ein und bekomme eben anders als bei der Erde nur ungefähr 200 Watt pro Quadratmeter. Bei der Erde ist es sehr viel mehr, das heißt, es ist sehr viel kühler auf Ceres. Wie kühl rechnen wir dann bei der nächsten Aufgabe aus?